Moin Moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und herzlich willkommen zu einem kleinen Was tue ich als erstes in 1.7 Tutorial. Wer mit seinem Aussehen von seinem Avatar bisher unzufrieden war, der geht natürlich erstmal hier rechts in den Waschraum und kann sich umgestalten. Haare, Ohrringe, Brillen und so weiter kann man alles ändern. Am Schluss einfach bestätigen und schon ist die Chose gespeichert und fertig. Als nächstes gehen wir zum Premium-Händler hinten links in die Ecke. Da gehen wir erstmal an den Spind, da führt uns die Quest hin. Da müssen wir kurz erstmal alles bestätigen und lesen, bla bla. Und dann bekommt ihr auch direkt mal ein paar Chiffre-Schlüssel. Ich hatte glaube ich 11 oder 13 eben gehabt und habe dann direkt mal ein paar Kisten aufgemacht. Da bekommt ihr dann verschiedene Waffenskins und Klamotten, wie hier zum Beispiel diese coole Mütze. Passt nicht zu meinem Charakter, von daher ziehe ich sie nicht auf, aber die zählt ja auch für die anderen Charaktere, wo ich die eventuell mal aufziehen kann. War eine coole Sache, für umsonst nimmt man das gerne mal mit. Als nächstes schauen wir mal in unser Inventar, in unsere Tasche und sehen, dass unsere Credits und Materialien und Blaupausen noch so sind wie zuvor, sprich man hat nicht mehr oder weniger bekommen, denn es hat ja geheißen, dass sich alles zusammenfügt und das stimmt auch, doch dafür müssen wir uns erstmal auf alle anderen Charaktere, die wir haben, umloggen. Und wenn wir das dann getan haben, dann gleicht sich das Ganze an und die Materialien, die die verschiedenen Avatare besitzen, werden auf die schon eingeloggten Avatare verteilt. Wie man hier sehen kann, habe ich jetzt schon über 1000 Stoffteile. Vorher waren es ja logischerweise nur 999 und der andere Charakter hatte nicht so viel gehabt. Von daher hat sich das jetzt angepasst und dieser Charakter hat jetzt die Stoffteile von dem anderen, wo wir eben drin waren, von dem Mädel, übernommen. Und dieser Avatar hier hat auch nochmal 13 Fragmentschlüssel und da können wir dann auch wieder genug Kisten aufmachen, um uns neue Skins zu besorgen. Unter dem Reiter Aussehen finden wir dann auch die Aufnäher, die wir ganz unten links stehen sehen. Und wenn wir da draufklicken, sehen wir zwar die ganzen Bildchen, die wir uns auf den Arm pappen können, aber wir sehen nicht, für was wir die bekommen haben. Um zu sehen, wie man die bekommen hat, beziehungsweise was man tun muss, um weitere zu bekommen, gehen wir in die Übersicht und klicken dort auf Dossier. Und von da aus sehen wir dann die ganzen Belobigungen. Klicken dann mal hier als Beispiel auf Kampf, scrollen etwas runter und da wo die Häkchen sind, das sind Sachen, die wir schon gemacht haben. Dafür gibt es aber keine Abzeichen. Und dann kommen wir hier zu dem Reiter Glaube an mich und da lesen wir dann Heile oder Stärke Verbündete 5000 Mal in einer Gruppe. Das haben wir schon gemacht und dafür bekommen wir dann hier dieses blaue Emergency Medical Service Abzeichen. Das werde ich dann wohl später mal direkt dem Sanitäter Peter auf den Arm bappen. Um weitere Abzeichen dann zu erhalten, müssen wir halt schauen, was wir dafür machen können. Hier zum Beispiel töten Sie 100 Gegner mit einer MP, um dann hier dieses rote Abzeichen mit den drei Kugeln zu bekommen. So, und drunter steht dann auch noch, töten Sie 100 Leute das LMB. Also alles Sachen, die eigentlich machbar sind. Ich habe jetzt noch nicht alles durchgeschaut, da waren noch ein paar Sachen dabei, die sind etwas tricky. Darauf freue ich mich. Das wird eine spaßige Sache, sich den ganzen Kram dann zu erfarmen. Loggen wir nochmal schnell zurück auf meinen anderen Charakter. Und da habe ich vorhin mal ungefähr 30 Kisten aufgemacht. Und da war unter anderem auch zum Glück ein recht guter Ninja-Rucksack dabei. Und da kann ich nur sagen, alter Falter, ich habe aus meinen bestehenden Sets, ich habe ja dieses 3x Wache, 3x Jägerteil, jetzt ein Jägerteil durch den Ninja-Rucksack ausgetauscht und ich kann euch sagen, das Ding macht tierisch Aua. Und das gleiche habe ich auch mit meinem einsamen Held gemacht, wo ich 4x einsamer Held und 2x Taktiker gespielt habe, habe ich jetzt auch einen Ninja-Rucksack reingepackt und habe somit jetzt den Dreier-Bonus vom Taktiker noch mitgenommen. Der Ninja-Rucksack wird uns noch einigen Spaß bringen. Ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, 50.000 Guides zuzumachen. Schauen wir mal. Aber das erst in den nächsten paar Tagen. So, dann sehen wir hier auch, wenn wir hier weiterlaufen, dass ich jetzt mit diesem Charakter die ganzen Ressourcen bekommen habe und auch die Blaupausen. Denn hier kann ich keine mehr einkaufen gehen. Die sind jetzt vom anderen Charakter übernommen worden. So, hier hinten geht es jetzt zu dem Global Event, was im Moment gestartet worden ist, aber da habe ich jetzt keine Zeit für und das sehen wir dann heute Abend in meinem Livestream. 20 Uhr heute Abend auf Twitch und auf YouTube. Wer zuschauen möchte, ihr seid herzlich eingeladen und dann machen wir ein paar Global Events. In diesem Sinne, ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao!